Ich möchte euch alle recht herzlich im Namen der Florianer Jägergilde begrüßen. Mein besonderer Gruß gilt unserem Herrn Bürgermeister, der heute ebenfalls unter uns weilt. Unser Jagdherr Propst Holzinger wird leider etwas später kommen, aber er hat mir versprochen, er schaut noch vorbei. Der ist noch im Mühlviertel oben. Ihr wisst, dass es seit vielen Jahren Tradition ist, einen Adventkranzreigen abzuhalten, wo jede Adventwoche eine Adventkerze entzündet wird. Wir Jäger sind erst seit 2 Jahren in diesem Geschehen dabei und es freut mich, dass wir heute am 4. Adventssonntag sozusagen die Adventkerze anzünden können. Ich bitte die Frau Bichler vom Tourismusverband, das zu tun. Hat sie soeben gemacht. Herzlichen Dank dafür. Sie brennt die 4. Kerze. Und im Anschluss darf ich euch alle bitten, euch zu bedienen bei den Köstlichkeiten, die wir für euch vorbereitet haben. Es gibt lauter Florianer Wildspezialitäten, die Hasensuppe oder die Rehbratwürstel zum Mit nach Hause nehmen. Haben wir Rehbratwürstel verpackt, vorbereitet oder auch eine Rehrohwurst, die sehr geschmacksintensiv ist und eine Rehleberpastete. Ich freue mich, wenn ihr euch alle sehr gut unterhaltet, freue mich für euer Kommen und wünsche euch einen schönen Abend und hoffe, dass es nicht mehr regnet wird. Danke sehr.